Hallo meine lieben Freunde des guten Gameplays, ich bin's, dein DGZ, aka Durchgezockt und wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast zum kleinen, ja, Vlog und Update. Ja, zwei Punkte stehen auf dem Programm, worüber ich heute eben kurz labern möchte. Und zwar, der erste Punkt ist No Man's Sky. Ja, ich habe hier angefangen mit No Man's Sky, das Let's Play. Das Thumbnail sieht ein bisschen anders aus, ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut. Aber hier mal eben kurz das, die ersten 10 Sekunden, guckst du, da, kommt jetzt, müsst jetzt hier irgendwo starten. No Man's Sky. Herzlich willkommen, lieber Freund des guten Gameplays. Ich bin's, dein DGZ, aka Durchgezockt. Wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast zu einer galaktischen Reise zum Mittelpunkt der Galaxie. Ja, ich freue mich schon richtig auf dieses Game. Ich bin ein bisschen gefrustet am Anfang. Es leckt ein bisschen bei mir auf dem PC. Es funktioniert nicht. Ich habe, glaube ich, die ersten 5-6 Stunden nur damit versucht, dieses Spiel zum Laufen zu bringen. Dann läuft es jetzt endlich, aber nicht ganz flüssig, so wie ich das möchte. Also verzeiht es mir. Außerdem ist da auch noch gerade eben noch irgendwelche Probleme mit meinem Headset bzw. mit meinem Mikrofon. Das läuft nicht alles so, wie ich es haben möchte. Die Aufnahmen sind ein bisschen übersteuert, aber ich versuche mein Bestes, ein halbwegs vernünftiges, qualitatives Video Let's Play zu erstellen. Wäre geil, wenn ihr einschaltet. Ich habe schon die ersten paar Stunden aufgenommen, aber ganz wichtig ist, schreibt unter den Videos Kommentare, falls euch irgendwelche witzige Namen für Tiere einfällt, für Planeten einfällt. Was ist der Plural von einfallen? Euch einfällt. Ja, genau. Ne? Also, wenn euch da was einfällt, was Cooles, was Witziges, immer her damit, für Planeten, für Blumen, für Tiere, ne, wäre geil, immer her damit, für Täler kannst du auch noch benennen, ne, und ich versuche sie dann im Laufe der nächsten Let's Plays, ab so Folge 10 oder so, auch einzuarbeiten, das wäre natürlich genial, also ihr könnt da sogar aktiv mitmachen, bitte denkt daran, dass ich vorproduziere ein bisschen, also, dass das halt ein bisschen dauert, bis ich das endlich aufnehmen kann. So, abgesehen davon hatte ich ja letzte Woche ein Gewinnspiel gemacht. Und zwar konnte man ein Wasp-Key, Steam-Key, gewinnen. Und ich habe da auch eine kleine Tombola gemacht. Und dann wollen wir doch mal hier schauen, wie die Tombola ausgeht. Jetzt hier die Verlosung starten und ich kick nach und nach die Leute raus und am Ende sollten idealerweise 3 Leute übrig bleiben. Die bekommen dann von mir einen Key und dann klicke ich mal hier auf To Spin. Komm. Der liebe Kilian ist leider raus. So, und jetzt kommt der Nächste. Wer fliegt als Nächstes raus? Oder wer bleibt drin? Wer hat Glück? Oh, Dominik. Ja, ich habe extra nicht die Nachnamen daran geschrieben. Man weiß ja nie, ein bisschen Privatsphäre sollte gewährleistet sein. So rum. Und jetzt kommt, wie viel? Noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute sind noch im Rennen. Wer fliegt da raus? 5 Leute. Und wir starten jetzt. Und ein Lukas K. Gleich haben wir die letzten 3. Die letzten 3 haben wir gleich. Und zwar, es wird einer sein. Triss, Ben, Gabriel, Lukas. Und dann gucken wir nochmal, wer rausfliegt. Okay, der Ben, der hat einen Husky, das weiß ich. Aber gut, kann er den dann weiter verschenken? Mal schauen. Komm.
und die Triss ist raus. Ja, das sind unsere drei Finalisten. So, die meisten kenne ich, aber am besten ihr liked es, schreibt mich nochmal an über Facebook beziehungsweise über meine Gefällt mir Seite, Link natürlich unten in der Beschreibung, und teilt mir eure E-Mail mit, wenn wir nicht bei Steam verbunden sind oder befreundet sind, also Gabriel W. Ben Lukas P. Damit ich eure E-Mail-Adresse habe. Ich habe ja eure Facebook-Namen und ich versuche euch auch nochmal anzuschreiben. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Das hat ja auch immer hier prima geklappt. Also ich wünsche den Gewinner viel Spaß mit Rust. Und falls ihr schon Rust habt, seid so gnädig oder so freundlich und verschenkt es an einen Freund weiter. Ja, das war's. Das war jetzt die Verlosung. Genau. Und noch eine kleine Anekdote, ne? Wisst ihr was? Was ich hasse? Ich hasse WhatsApp. Ich hasse es einfach. Ich hasse es einfach. Diese ständige Erreichbarkeit. Okay, bei mir ist das so, ich bin sowieso nur ja, zu 30% über WhatsApp erreichbar, weil ich muss dann immer mein mein WLAN starten. Und ja, das ist echt ätzend, muss ich ehrlich sagen. Ne? Und dann guckst du da rein und dann hast du an die 500 Nachrichten in manchen Gruppen, da ist ja was Belangloses drin, ne? Hat neulich gehört, du hast dann 250 Nachrichten, aber nur 20 Wörter so. Na, wie geht's dir? Gut. Und selbst? Ja, auch gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Es geht doch einen tierisch auf den Sack. Wie seht ihr das überhaupt mit WhatsApp? Schreibt unten eure Kommentare. Was für ein Schwachsinn, warum komme ich jetzt auf WhatsApp? Egal. Nein, das Wichtigste ist überhaupt, schaut mal ein Let's Play von No Man's Sky an. Bis dahin, ne, kann ich nur noch sagen, ihr liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ich bin dein DGZ aka durchgezockt und wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast. Und schaut mal wieder ein, wenn es heißt durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.